brauchen wir nicht mehr. Denke ich. Brauchen wir nicht genug, dass wir nicht viel Schaden nehmen. Ansonsten. Zum Solaranlagenaufzug. Schon da wollen wir hin. Temperatur 73 Grad. Ui. Es ruft doch geradezu nach Necromorph. Necromorph. Er tut was ein Necromorph so macht. Befindet sich jenseits der Magnetbahn. Es wurde ein Reparaturauftrag erteilt. Reparaturauftrag, das Rio. Ellie, ich habe hier ein Problem. Scheinbar befindet sich der Dockingport, der zur Solaranlage führt, am Boden des Schachts. Na ja, klar. Keine Sorge, das kann ich reparieren. Ich sehe mir das Ganze mal von draußen. Tja, wenn's nach Ingenieur ruft, dann ist Isaac, nicht? Schieße auf die roten Spitzen, um zu bewegen. Wenn jetzt das Ding verschwinden würde, dann... Nicht? Also ich verschiebe das Ganze. Und da hinten ist was. Munition. Ist denn noch was? Na gut, Schwerelosigkeit. Wir gehen nochmal in die Schwerelosigkeit. Wie gehe ich nochmal in Schwerelosigkeit? Ja. Wie mache ich das nochmal? Inventar. Alt, okay. Rätselslösung. Was haben wir hier ein schönes? Auf! Hier können wir nochmal schönes Weltraum betrachten. Ich glaube, da oben sollen wir hin. Das ist über die Solaranlage. Oh, der Saturn. Hallo Saturn. Gut. Sehen wir mal zu, dass wir uns in Bewegung setzen. Da unten ist noch ein bisschen Zeug, das wir brauchen können. Kopf über ins Verderben. Wie kann ich mich nochmal ausrichten? Aha. Mit Y. Y. Echt beschissene Taste. Da kann man scheinbar mehr von den Dingern rauskriegen. Oh, liegt noch was. Das wollte ich nicht missen. Okay, das kann man schon mal abschießen. Hui. Also wir schießen den Fahrstuhl schon nach oben. Ellie, ich habe den Aufzug repariert und gehe jetzt hoch zur Anlage. Nicht gut, nicht gut. Was glauben Sie denn, was er macht? Können Sie den Schall hören? Er halluziniert, Ellie. Das ist Teil der Krankheit. Ärger. Gehen Sie einfach weiter. Ich hätte gerade Eindruck, dass Monster hier drin sind. Aber ich kann mich auch irren. Flupp. Schwerelosigkeit beendet und keine Monster. Traurig, traurig. Na gut, der eine Fahrstuhl müssen wir jetzt nach oben bringen. Hoffe ich mal. Schauen wir doch mal. Ah, da oben kommt was. Da kommt was. Hallo. Was ist denn sowas schon angekündigt? Ich frage mich, ob wir auch schnell hätte reinrennen können. Ist irgendwo ein Schalter? Da. Gut, da wollen wir mal. Ich meine, was soll schon was passieren? Wir sind ja ein Horrorspiel. Also passiert uns absolut gar nichts. Das weiß doch jeder. Wir starten wir durch. Hui. Na. Necromorph. Oder Saturn. Oh, wie schön. Genießen wir die Stille des Standbildes. Hui. Oh. Können wir die Aussicht auf die Sprawl ein bisschen genießen? Ich weiß nicht, wie viele Einwohner die Sprawl hat. Ich habe mich nicht hintergrundtechnisch so weit... eindrucksvoll. Also, was? Ah, Monster! Wirst wohl in Ruhe lassen, hier, ihr hässlichen... orangenarmigen... Viecher, hier... Wo seid ihr? Oh, da. Oh, ganz gemein. Willst du abhauen?
Kein Zungenkuss heute Abend. Sowas. Kein Zungenkuss mit fremden Aliens. Das verstößt gegen die Hygienebestimmung. Da. Stirbt. Lass mich in Ruhe. Ah, ganz viele. Scheinbar bin ich angekommen. Oh, da ist die Sonne. Oh, man kann die Spall sehen und hier ist nicht mehr. Scheinbar bin ich angekommen. Klappe zu, Deckel auf, Luft rein. Gut, wir sind nun auf der Solarstation. Und hier, nicht die Dinger. Aha. Verdammt, hat nicht ganz geklappt, wie ich wollte. Ich kann das Zeug natürlich super gebrauchen hier. Oh. Ich bin doch mit super Munition ausgestattet, oder? Könnte das sein? Gut hinhören, ich bin nicht in so einem... Ich höre es, aber da ich sehe es, okay. Genau. Na toll. Ich muss ein bisschen Munition verschwenden. Ich weiß auch nicht, ob hier irgendwelche Gegenstände rumliegen, die ich benutzen könnte, Dinge zu aktivieren. Vorher habe ich immer Leichname benutzt, aber die sind ja leider nicht gerade verfügbar hier. Caution, ja, Achtung. Das glaube ich allerdings auch. Und diese Fliege soll aufhören, auf meine Hand rumzukrabbeln, wenn ich hier versuche zu spielen. Das wäre ganz hilfreich. Waren das mutierte Vögel? Willkommen in der Solaranlage Sigma 0055. Eine ordnungsgemäße Identifikation wird benötigt. Bitte warten Sie hier. Wachmann Howard Phillips wird in Kürze bei Ihnen sein. So wird er. Irgendwo ist da dieses Explosionsteil drin, oder? Mitten in der Küche. Mitten vom Shop. Wohlgemerkt. Das ist hier ein schönes... Oh, Medipack. Das will ich nicht missen. Irgendwas, was ich loswerden kann. Ja. Dieser Computer macht mir Angst. Der taucht ständig auf von mir. Der macht voll dem... Ja, schön, ich kann euch Sachen kaufen. Die können ins Lager. Ins Lager. Mal sehen, kann ich immer schönes kaufen. Na, ich spar mal. Obwohl. Nur so ein Gefühl. Vermutlich gleich jetzt, weil ich ein Medipack gekauft habe, im nächsten Raum 5 Medipacks hinterher geworfen. So Leinwand möchte ich auch haben bei mir im Zimmer. Das ist ja voll stimmig. Obwohl, das brauche ich gar nicht mal. Das Fenster gucken. Aha. Was haben wir hier denn? Oh. Ich glaube, der kommt nicht mehr. Der wirkt auf mich ziemlich tot. Textlog. Persönliches Logbook. Howard Phillips. Aufzeichnungsnummer 302. Ich möchte heim. Auntie behauptet, sie hätte keine Antwort auf meine Versetzungsgesuche erhalten. Dabei war schon das fünfte. 5 Gesuche und nicht eine Antwort? Wie kann das sein? Kommen sie überhaupt an? Liest sie überhaupt jemand? Ich geb's nur ungern zu, aber die Einsamkeit hier oben ist schlimmer, als ich gedacht hatte. Sie fängt langsam an, mich
zu beeinträchtigen. Die einzige gute Nachricht ist, dass Anti behauptet, meine Warenanforderungen autorisiert zu haben. Sie soll heute irgendwann eintreffen. Ich kann ihr nichts glauben. Ich bitte schon so lange darum. Ich kann kaum glauben, dass sie mir endlich meine Vögel genehmigen. Die Zeit wird zeigen. Heute Nacht wird es zeigen. Was hat er mit den Vögeln gemacht? Ich glaube, du bist tot. Die brauche ich. Oder Kumpel? Oh, die Vögel. Tut mir irgendwie leid. Rig-Autorisierung erkannt. Hallo, Stationswachmann Howard Phillips. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Ja, das Rätsel war jetzt nicht so spannend. Ich weiß. Aber am besten muss man überlegen, was man machen, aber das habe ich beim GameStar-Video schon mal gesehen, in dem Sinne war es für mich auch keine große Überraschung. Deswegen sollte man sich überlegen, Videos von Spielezeitschriften anzuschauen. Nein, das mache ich damit nicht. Ich traue ihr nicht. Autoschutz aktiviert. Stationswachmann Howard Phillips, bitte geben Sie einen verbalen Zugangscode zur Autorisierung Ihres Gastes ein. Nerv nicht. Verbal Autorisierungscode, warum sowas? Oh, no.